Es ist soweit, Leute. Wir schauen uns heute die letzte Ferrero Rocher Tafelschokolade an, zumindest die ich gefunden habe. Mal gucken, was noch in Zukunft kommt, aber so viele Variationen kann es da eigentlich gar nicht geben. Und zwar heute die Ferrero Rocher Zartbitter 55% Haselnuss. Ist genau letztendlich das gleiche wie die weiße und die Vollmilch, nur halt mit in der Zartbitter-Variante. Designtechnisch auch gleich gehalten wie die andere, nur alles ein bisschen dunkler oder sogar stark dunkler. Oh, Entschuldigung. Ja, hier sehen wir wieder die Tafel links und rechts, so drunter mäßig. Hier das Schokoladenstückchen, ja, sonst wie die Tage gestern. Wer die Videos angeschaut hat, wird ja, wissen, was ich meine. So, oben, unten, links und rechts haben wir wieder nichts Besonderes, deshalb kommen wir direkt zur Rückseite. Mehr Engagement von Ferrero findet ihr auf der Website www.rocher.de/tafeln/nachhaltigkeit. Schon probiert? Fragezeichen. Ja, wir haben die alle drei schon probiert und ich muss sagen, ich finde alle drei lecker, aber vor allem die Raffaello und die weiße Ferrero Rocher, aber noch ein bisschen mehr die Raffaello, haben mich halt echt auch umgehauen. Ich stehe halt auf diesen Mandel-Kokos-Geschmack. So, 90 Gramm haben wir auch hier drin für auch 2 Euro. Vertrieben von der Ferrero in Frankfurt am Main. Schöne Grüße an alle aus Frankfurt. Und Leute, wir kommen zu den Nährwertangaben, die 100 Gramm. Sonstige Pappe, Verbundstoffe, also schön Müll trennen, ganz wichtig und richtig. So, wir haben einen Energiewert von 2489 Kilojoule bzw. 599 Kilokalorien Fett, 43,7 Gramm, davon gesättigte Fettsäuren 22,4 Gramm. Kohlenhydrate 42,2 Gramm und davon sogar 39,6 Gramm. Bam! Bisschen weniger Zucker, nochmal als die anderen, auch wenn es nur 5 Gramm sind, 6 Gramm. Aber trotzdem, 6 Gramm weniger Zucker sind 6 Gramm weniger Zucker. Eiweiß haben wir 6,4 Gramm und Salz haben wir 0,086 Gramm. Okay, passt. Halt, sogar der Zucker ist ein bisschen besser. Zutaten, als Hauptzutat haben wir trotzdem den Zucker, wer hätte es gedacht. Dann Kakaomasse, Haselnüsse 12%, Palmöl, Kakaobutter, fettarmer Kakao 3,5%, Süßmolkenpulver, Butterreinfett, Emulgator Sojalecithin und zu guter Letzt noch Vanillin. Hier merken wir direkt, dass 1, 2, 3 Zusatzstoffe einfach noch fehlen, was auch nochmal besser ist. Klar, es ist weit weg von gesund, aber ich gebe hier trotzdem dann eine kleine Gesundheitsaufwertung, nämlich auf eine Gesundheitsnote 4. Keine Gesundheitsempfehlung, aber trotzdem ein bisschen besser als die anderen rein für den Körper, würde ich jetzt mal behaupten als Laie. So, dann machen wir das Ganze auf, hier an dem Pappverschluss, öffnen die ganze schöne Schokolade und holen den goldenen Bar mal raus. Ja, wie die anderen, so schön Ferrero Gold gehalten. Auch hier wieder mit dem Pfeilen, mit unserer festen Pappe, alles schön fest zugemacht. So, hier sehen wir auch direkt schon diese klassischen, ja, die klassische weiße. Ist die abgelaufen oder so? Okay, also ist noch nicht abgelaufen, aber läuft in ein paar Tagen ab, beziehungsweise ein paar Wochen. Da ist die auch schon überall so weiß, da habe ich wohl noch eine richtig alte erwischt. Ja, krass, okay. Aber trotzdem ist noch haltbar, deshalb brechen wir mal ein Stückchen ab. Oh, drinnen sehen wir so eine schöne Haselnusscreme, sticht im Kontrast viel besser aus. Und hätte gesagt, Leute, aufs Wohl. Wir merken gleich viel härter, viel kakaohaltiger. Also die Vollmilch Ferrero Rocher passt viel besser zu diesem Ferrero Rocher Geschmack, weil ich glaube, der normale Ferrero Rocher ist ja auch Vollmilch. Schmeckt gut. Aber halt echt nochmal kakaohaltiger. Ja, ich finde, da könnte auch eine andere Zartbitterschokolade mit Haselnusscreme mithalten. Es kommt schon so ein bisschen dieser Ferrero-Touch durch, aber eben nicht so, wie man es vielleicht erwartet hat. Trotzdem lecker, aber hier würde ich Geschmacksnote eine 2 plus sogar geben. Also lecker, aber halt jetzt nicht einer meiner absoluten Favorites, sagen wir es so. Naja, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr die findet. Würde mich interessieren. Ansonsten war es das mit der Ferrero Rocher Zartbitter Haselnussschokolade. Wir haben sie alle durch, Leute. Und ab morgen kommen mal ein paar, ja, Sachen 18 plus. Keine Sorge, nichts irgendwie jetzt, was man auf YouTube nicht zeigen darf. Aber halt Rauchartikel. Ich habe extra eine eigene Playlist, berauschende Mittel. Darunter tue ich auch Rauchartikel, damit ist so alles ab 18 eigentlich gemeint, was man noch auf YouTube zeigen kann. Aber ja, ich will alles auf der Welt testen. Ja, will da nicht zu viel Persönliches sagen, aber früher habe ich ja noch ein paar andere Sachen gemacht und heute halt vor allem wegen meiner Wahrnehmungsstörung und Bewusstseinsstörung und so Fatigue-Syndrom geht halt vieles nicht, aber so Sachen, die jetzt meinen Geist nicht beeinflussen, also ich rede wie Sachen wie Alkohol oder sowas, kann ich noch machen und auch vor allem hier testen und deshalb, ja, kommen wir ab morgen zu Rauchartikeln, Leute. Ich wünsche euch was, bleibt immer schon happy, gibt niemals auf
Das kriegen jetzt meine Eltern hier. Zack, zack, zack. Und ansonsten sehen wir uns morgen, meine Damen und Herren. Also an alle, die nur wegen Süßigkeiten oder Düften hier sind, die werden morgen, glaube ich, nicht zuschalten. Aber vielleicht gewinnen wir eine neue Kundschaft oder so. Hey, Zuschauerschaft, Kundschaft. Ihr seid nicht meine Kunden, Entschuldigung. Ja, ich wünsche euch was und bis morgen, Leute. Ciao, ciao.